Frau Brückner, ja. Sie sind Deutschlands berühmtester Vollmondschein-Friseurin. Was ist eigentlich dabei, wenn man sich die Haare bei Vollmondschein frisieren oder schneiden lässt? Ist das ein besonderes? Ja, also der Mond tut ja auch die Gezeiten beeinflussen, Ebbe und Flut. Und der Mensch besteht ja auch zu 80% aus Wasser. Und wenn der Mond voll ist, ist ganz einfach, geht der Mond in die abnehmende Phase. Und wenn man dann Haare schneidet, dann wird der Körper gleichzeitig mit entgiftet. Ja, aber ich habe gelesen, dass hier in Deutschland bei Vollmondschein Haarschneiden verboten ist. Also jetzt nicht mehr, aber vor anderthalb Jahren war das noch verboten. Und weil ich gesagt habe, wir machen Mondschein frisieren, kam der Bußgeldbescheid, weil wir gegen das Ladenschlussgesetz verstoßen hätten. Was ich natürlich bis heute noch nicht einsehe. Weil Frau Brückner, ein Vorsitzender einer großen deutschen Partei hat gesagt, dass Sie seine Helden sind. Ja, das ist die FDP, das ist der Herr Westerwelle. Und er war natürlich davon, weil ich ja ihm eigentlich aus dem Herzen gehandelt habe oder gesprochen habe, indem ich gesagt habe, Ladenschlussgesetz, das muss weg. Ich will was Gutes tun, ich mache eine Spendenaktion und wäre wegen so einem irrsinnigen Gesetz, was eigentlich gar nicht mehr in die heutige Zeit gehört, ganz einfach bestraft und musste dafür sogar ins Gefängnis. Das kann man überhaupt mit dem normalen Menschenverstand nicht nachvollziehen. Ja, und Herr Westerwelle ist bestimmt auch so vollmondbegeistert wie Sie? Das denke ich mal schon. Ich denke, er wird sich schon auch ein bisschen danach richten, weil er ist eigentlich offen für alles. Und er hat mir versprochen, dass er wiederkommt, wenn Vollmond ist, und wollte auch wieder zum Haarschneiden kommen. Herr Westerwelle, eine kurze Frage. Sie haben sich für eine Mondschein-Friseuse eingestellt. Ja, kann ich das mal sagen? Ja, vielen Dank, danke schön. Können Sie nachher vielleicht nochmal sprechen? Vielen Dank, danke schön. Und warum wollen Sie sich nicht äußern? Haben Sie vielleicht ein Festzelt noch? Herzlichen Dank. Dankeschön. Herr Westerwelle, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sie haben sich schon 100 Mal gestellt. Vielen Dank. Dankeschön. Westerwelle. Wildernis oder ist er immer so? Wenn Politiker nichts sagen, steckt meistens mehr dahinter.